Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Come on. Es anderen heimzahlen zu wollen, bringt sie nicht weiter. Lassen Sie sich von Gott Recht verschaffen. Okay, wer von euch kennt das? Manchmal kämpfen wir mit Dingen, die uns das Leben schwer machen und die uns wehtun. Im Grunde müssten wir dringend etwas ändern, doch irgendwie fällt es uns schwer, die Probleme loszulassen. Wir wollen euch einen kleinen Film zeigen, den wir online entdeckt haben und zeigen dürfen. Und so geht das immer weiter. Sie versuchten mehrere Male, den Hund dazu zu bewegen, den Karton loszulassen, damit er sieht, wo er hinläuft. Aber er weigerte sich, sein Problem loszulassen. Ich glaube, viele von uns verhalten sich ähnlich. Wir rennen sozusagen immer wieder gegen die Wand. Wir halten an Sachen fest, die nie funktionieren werden, weil Gott einen anderen Plan für unser Leben hat. Ich finde es ganz erstaunlich, dass wir oft meinen, es sei zu schwierig, durch etwas hindurchzugehen und es hinter uns zu lassen, während wir gleichzeitig an Dingen festhalten, die unser Leben weitaus mehr belasten. Genau das ist der Trick des Teufels. Ach, es ist einfach zu schwer und es ist nicht fair. Und du hast keine Ahnung, was man mir angetan hat. Ich sage euch, Zorn hilft da nicht weiter. Er hindert eure Gebete, ihr sorgt dafür, dass ihr euch schlecht fühlt, macht euch krank, verursacht psychische Probleme. Zorn verursacht viele Probleme. Im ersten Buch der Bibel ist von Kain die Rede, der so wütend auf seinen Bruder Abel wurde, dass er ihn umbrachte. Wiederholt wird in der Bibel beschrieben, wie zornig Menschen waren und was für schlimme Situationen daraus resultierten. Gott hingegen sagt, gib die Sache an mich ab, ich bin dein Rechtsbeistand. Lass mich derjenige sein, der dir Recht verschafft. Die Entscheidung liegt bei uns. Zorn ist sehr gefährlich. Ich meine damit Wut, die außer Kontrolle gerät. Doch eins sei auch gesagt, wenn euch jemand ungerecht behandelt. Sagen wir mal, jemand nimmt euch die Vorfahrt. Wenn dann Ärger in euch aufsteigt, ist das keine Sünde. Es ist ein ganz normales Gefühl. Das Gefühl, sich zu ärgern, ist keine Sünde. Doch unsere Entscheidung, was wir damit machen oder wie lange wir uns ärgern, führt oft zur Sünde. Diese Erkenntnis hat mir wirklich sehr geholfen. Denn immer, wenn ich mich ärgerte, fühlte ich mich gleich schuldig. Ich wollte das Richtige tun. Und ich glaube, dass viele Christen sich schuldig fühlen, wenn sie sich ärgern. Aber es ist doch bloß eine Emotion, die Gott uns gegeben hat, damit wir es merken, wenn wir falsch behandelt werden. Gott bittet euch um Folgendes: Sobald ihr spürt, dass euch jemand falsch behandelt, versucht nicht, es ihm heimzuzahlen. Seid nicht nachtragend, hegt keinen Groll auf Menschen, bleibt nicht wütend und zornig, sondern wendet euch damit sofort an Gott. Lasst den Karton einfach los. Gebt alles an Gott ab und lasst ihn euch Recht verschaffen. Vielleicht handelt Gott nicht so schnell, wie ihr es euch wünscht. Vielleicht handelt er auch anders, als ihr es erwartet, doch Gott wird euch Recht verschaffen, denn, und jetzt hört genau zu, ihm gefällt es nicht, wenn seine Kinder Unrecht erleiden. Vielleicht fühlt ihr euch von eurem Chef ausgenutzt, weil er euch nicht besonders gut bezahlt. Vielleicht ignoriert er euch. Doch Wut bringt euch keine Gehaltserhöhung. Sie ändert rein gar nichts und ihr werdet auch nicht glücklicher. Ihr könnt über euren Chef in einer Tour lästern, aber das hilft auch nicht weiter. Das macht euch nicht glücklicher, aber ihr könnt für diese Situation beten.
Gebt sie an Gott ab und wenn sich euer Chef weigert, das zu tun, was Gott will, wird Gott euch da herausholen und euch eine bessere Stelle verschaffen. Für Gott ist nichts zu schwer. Absolut nichts ist für Gott zu schwer. Mein Sohn erzählte neulich ein sehr gutes Beispiel. Er hat 3 kleine Jungs. 7, 5 und 1,5 Jahre alt. Sie haben also alle Hände voll zu tun. Außerdem ist er der Geschäftsführer von Joyce Meyer Ministries hier in den USA und hat viel um die Ohren. Aber er sagte, Gott hat mir neulich etwas gezeigt. Meine Jungs glauben alles, was ich ihnen sage. Sie glauben, dass ich absolut alles kann. Wenn ich ihnen sagen würde, dass ich den Pool mit Benzin füllen, anzünden und darüber hinwegspringen will, würden sie sagen, okay. Sie würden mir glauben. Und er sagte, dieses Vertrauen will Gott auch von uns. Ganz gleich, was er uns sagt und wie unmöglich es auch klingen mag. Wir sollen es für bare Münze nehmen. Und Gott sagt, ich werde dich für frühere Verletzungen entschädigen. Sei nicht voller Zorn, sei nicht voller Bitterkeit. Lass nicht zu, dass das, was Leute dir angetan haben, dein Leben zerstört. Denn wisst ihr was, irgendwer tut immer irgendetwas. Man muss gar nicht weit gucken, wenn man eine Ausrede finden will, um wütend zu werden. Oder? Und wenn man sich gerade nicht ärgert, weil man selbst schlecht behandelt wird, ärgert man sich vielleicht über das, was andere sich antun. Oder man wird wütend auf das ganze Unrecht in der Welt. Die beste Reaktion auf all die negativen Dinge ist jedoch, anderen etwas Gutes zu tun. Wenn ihr den Teufel wütend machen wollt, tut anderen etwas Gutes, während ihr selbst mit Schwierigkeiten zu kämpfen habt. Und dann seht mal, was dabei herauskommt. Folgende Bibelstelle lese ich bei fast jedem Vortrag. Es handelt sich um Römer 12, Vers 21. Überwinde Böses mit Gutem. Wenn ihr das noch nicht verinnerlicht habt, solltet ihr das schnellstmöglich tun. Man kann Böses nicht mit Bösem bekämpfen, sondern nur mit Gutem. Und man gewinnt immer, immer. In Prediger 7, Vers 9 steht, der Ärger wohnt in der Brust der Toren. Das heißt, bei manchen Menschen, denen Unrecht widerfahren ist, hat sich das innerlich festgesetzt und sie sind verbittert und nachtragend geworden. Vielleicht trifft das auch auf einige Menschen zu, die hier im Saal sind oder die zu Hause vor den Bildschirmen sitzen. Das, was euch früher vielleicht sogar vor vielen Jahren angetan wurde, hält euch nun davon ab, all das Gute zu erleben, das Gott euch geben möchte. Doch ich sage euch, heute ist der Zeitpunkt gekommen, loszulassen. Lasst den Karton los, lasst euch von Gott Recht verschaffen. Sollte das für euch momentan kein Thema sein, verspreche ich euch, dass ihr die heutigen Inhalte bestimmt morgen oder nächste Woche oder nächsten Monat gut gebrauchen und anwenden könnt. Jeder von uns erlebt im Laufe seines Lebens viele, viele Situationen, die ihn nachhaltig beeinträchtigen und wütend machen können. Keiner von uns ist da ausgenommen. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Stelle in Epheser gefällt mir sehr. Früher dachte ich, es sei grundsätzlich falsch, sich zu ärgern. Doch Versuchungen sind keine Sünde, hört ihr? Was für ein Erfolgserlebnis ist das, wenn wir der Versuchung zu sündigen widerstehen, uns selbst beherrschen und Nein sagen? Laut der Bibel werden wir immer wieder geprüft. Wartet also nicht darauf, dass diese Versuchungen ein Ende haben, indem ihr zum Beispiel betet, ach Herr, ich wünschte, ich käme nicht bei jedem Schokoladenkuchen in Versuchung. Wenn ihr Schokolade so sehr liebt, müsst ihr wohl lernen, damit umzugehen. Sobald euch Schokolade unter die Augen kommt, sagt, ich esse dich, wenn ich es will. Und wenn ich es nicht will, esse ich dich nicht. Du bist hier nicht der Chef.
Gestern haben wir in einem Restaurant gegessen. Wir waren gerade fertig, als die Bedienung sagte, wir haben ganz frisch gebackene Kekse mit Karamellfüllung. Wir packen Ihnen gerne welche ein. Ich garantiere Ihnen, Sie werden nicht widerstehen können. Und ich sagte, ah, und ob ich das kann. Ich will damit nicht angeben, doch ich musste im Leben lernen. Um mich gesund und gut zu fühlen, muss ich mir selbst Grenzen setzen. Ja, man kann alles in Maßen genießen. Das heißt gleichzeitig, dass man nicht alles machen kann, was man will, und dann auch noch jeden Tag. Man kann nicht jeden Tag wahllos sein Geld ausgeben, sonst endet man in Schulden. Man kann nicht alles sagen, ohne Beziehungen zu zerstören. Seid ihr noch wach? Wir haben immer und überall mit Versuchungen zu kämpfen. Hört auf zu denken, ich kann nichts dagegen tun, mir fehlt es an Selbstbeherrschung. Niemals fordert Gott uns zu etwas auf, ohne uns vorher auch mit der entsprechenden Fähigkeit auszustatten. Wenn er also sagt, vergib, ich werde alles wieder gut machen, sei nicht nachtragend, sei ruhig wütend, aber sündige nicht, lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen, dann können wir mit Gottes Hilfe das tun, worum er uns bittet. Doch zuallererst müssen wir glauben, dass wir es schaffen. Es ist nicht klug zuzulassen, dass der Zorn in uns Wurzeln schlägt. Denn dann tun wir manchmal Dinge, die wir ein Leben lang bereuen. Oder wir sagen etwas, das uns im Nachhinein sehr leid tut. Falls ihr die Veranstaltung nicht mitbekommen habt, erzähle ich euch noch einmal kurz von AJ. Seine Mutter wurde von einem betrunkenen Autofahrer totgefahren, als er 13 Jahre alt war. Stimmt das, AJ? Ja, so ist es passiert. Er trug so eine Wut in sich und er hasste Gott, er hasste das Leben und er hasste die Menschen. Er verstand die Welt nicht mehr. Wenn Menschen etwas derartig Schmerzvolles erleben, suchen sie oft einen Schuldigen. Gebt doch mal dem Teufel die Schuld und hört auf, Menschen oder Gott oder euch selbst die Schuld in die Schuhe zu schieben. Versteht ihr? Der Hass in ihm schlug Wurzeln. Er fing an zu trinken und nahm Drogen. Irgendwann fuhr er betrunken Auto und wich einem kleinen Fahrzeug aus. Dabei fuhr er ein Kind tot. Er kam wegen fahrlässiger Tötung mehrere Jahre ins Gefängnis. Dort erhielt er durch unseren Gefängnisdienst eines meiner Bücher. Kurzum, als er entlassen wurde, besuchte er eine unserer Konferenzen und vertraute Jesus sein Leben an. Ich fand es sehr interessant, dass er am Ende das Gleiche tat, was seiner Mutter passiert war. Ich will euch mal eine aufschlussreiche Bibelstelle zeigen, die ihr so vielleicht noch nie gelesen habt. Deshalb hört gut zu. Johannes Kapitel 20, Vers 23. Ihr habt doch den Heiligen Geist empfangen und werdet von ihm geleitet. Jesus spricht hier zu den Aposteln. Ihr war ja von den Toten auferstanden, hatte sie angehaucht und gesagt, empfangt Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Wir wollen uns etwas näher mit diesem Vers beschäftigen und ich will ihn von verschiedenen Seiten beleuchten. Erstens glaube ich, dass wir anderen nur durch die Kraft des Heiligen Geistes vergeben können. Wenn euch jemand verletzt hat, reicht es nicht, zu versuchen, ihm zu vergeben. Ihr könnt euch entscheiden, zu vergeben und für Menschen zu beten. Doch ihr könnt nichts gegen eure verletzten Gefühle tun. Nur Gott kann das. In dem Moment, in dem jemand euch verletzt, ob heftig oder nicht so heftig, betet gleich: Heiliger Geist, hilf mir loszulassen. Wartet nicht damit. Je länger ihr wartet, umso tiefer verwurzelt und verankert sich das Gefühl in euch. In dem Moment, in dem euch jemand angreift oder ihr wütend werdet, betet Gott, ich lasse mein Leben davon nicht bestimmen, hilf mir, es loszulassen. Wer von euch will das so machen?
Sofort, sofort. In 1. Petrus 5 steht, widersteht dem Teufel von Anfang an. Großartig. Lasst euch nicht auf seine Spielchen ein. Fangt gar nicht erst mit übersinnlichen Spielchen an und lasst euch auch nicht aus der Hand lesen. Gebt euch damit unter keinen Umständen ab. Das haben wir nicht nötig, weil diese Dinge uns nur schaden. Wendet den Bibelvers an und widersteht dem Teufel, sobald er angreift. Ich werde niemandem etwas nachtragen und bitter werden. Heiliger Geist, hilf mir. Ihr könnt so leben, wenn ihr euch von Gott helfen lasst. Zorn ist zerstörerisch. Deshalb brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes. Davon bin ich überzeugt. Es heißt hier, empfangt den Heiligen Geist. Jetzt seid ihr auch in der Lage, anderen zu vergeben. Man kann diesen Vers aber noch etwas anders deuten. Wenn ihr jemandem seine Schuld vergebt, ist sie vergeben. Aber wenn ihr sie nicht vergebt, wenn ihr innerlich daran festhaltet, bleibt sie erhalten. Und ich glaube, wenn wir daran festhalten, dann stehen wir selbst in der Gefahr, das Gleiche, was uns angetan wurde, auch zu tun. Mein Vater hat mich missbraucht. Er war voller Zorn. Er war hart und unerbittlich. Ich hasste ihn. Ich hasste, was er tat. Und abgesehen von dem Missbrauch wurde ich am Ende genauso hart und unerbittlich wie er. Die Folgen seines Handelns waren fest in mir verankert. Wie viele Kinder von gewalttätigen Eltern werden selbst gewalttätig? Wie viele Jungen, deren Väter die Mütter schlugen, schlagen am Ende auch ihre eigenen Frauen? Ihr müsst den Menschen vergeben. Wenn ihr das nicht tut, bleibt es in euch. Und diesen Samen wird der Teufel nur zu gerne wässern, bis er wächst und Früchte trägt. Am Ende tut ihr das Gleiche oder etwas Ähnliches wie das, was euch angetan wurde. Wenn Gott uns auffordert, zu vergeben und keinen Zorn in uns zu behalten, dann tut ihr das nicht für sich. Tut es für uns. Und wenn ihr das bestmögliche Leben haben wollt, das Gott für euch bereithält, müsst ihr nicht nur alles Vergangene vergeben, sondern auch das, was noch vor euch liegt. Entscheidet euch heute und sagt, ich werde die Wut in mir nicht kultivieren, ich werde nicht verbittern. Jakobus 1, Verse 19 und 20. Könnt ihr etwas mit diesem Thema anfangen? Wie gesagt, wenn nicht heute, dann sicherlich irgendwann. Wer von euch hatte heute Morgen schon Grund, sich zu ärgern? Schaut mal. Du meine Güte. Der Teufel macht wohl Überstunden. Oh lala. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Sagt mal alle, ich werde mich nicht gleich aufregen. Sagt es nochmal. Sagt doch auch mal Folgendes, es ist fast unmöglich, mich wütend zu machen. Bravo! Klingt das nicht gut? Wie froh bin ich, dass Gott so ist. Oh, denn er könnte jede Minute einen neuen Wutanfall bekommen, wenn er nicht langsam zum Zorn wäre. Psalm 103, die Verse 8 und 9. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu Rechten und nicht ewig zornig bleiben. Wer von euch ist froh, dass Gott nichts gegen euch hat? Wisst ihr was? Sein Wesen ist in uns.
In der Bibel steht, dass wir den Sinn Christi haben. Die Amplified Bibel drückt es so aus: Wir haben seine Gedanken, seine Absichten und seine Herzenswünsche in uns. Glaubt doch nicht, dass ihr euch nicht so verhalten könnt, wie ihr es möchte. Es ist möglich, denn der Same Gottes ist in uns durch Jesus Christus. Wir sind herausgefordert, so zu handeln wie er. Weil er geduldig ist und nicht in Wut verharrt, bittet er uns, es ebenso zu tun. Wir sollten uns seine Art zum Vorbild nehmen. Psalm 145, Vers 8. Diese Bibelstellen sind sehr wichtig. The Lord is gracious and full of compassion. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Schauen wir uns mal Epheser 4, Verse 26 und 27 an. Wenn ihr wütend werdet und ihr etwas nicht loslassen könnt, ist es sehr hilfreich, Bibelstellen aufzuschlagen, die sich mit dem Thema Zorn beschäftigen. Wisst ihr warum? Weil dies nicht nur schwarze Tinte auf weißem Papier ist. Die Bibel steckt voller Kraft und Leben. Ich sage immer, ich tue nichts Außergewöhnliches. Ich lehre einfach aus der Bibel. Und ich glaube, dass das meine Bestimmung ist. Warum nehmt ihr euch euer Wochenende frei? Warum kommt ihr an einem Freitagabend oder sogar Donnerstagabend hierher? Und heute schon wieder? Ihr habt doch selbst viel auf dem Zettel. Warum macht ihr das? Nicht, weil ich irgendwelche Worte daher rede, sondern weil die Bibel voller Kraft steckt und sie euer ganzes Leben verändern kann. Versteht ihr? Deshalb, wann immer es euch schwerfällt, das zu tun, was Gott von euch möchte, holt die Bibel hervor. Verbringt Zeit mit Gott, erinnert euch daran, wie sehr er euch liebt, und lasst seine Liebe durch euch zu anderen Menschen gelangen. Vers 26, zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, eurer Erbitterung, eurer Wut oder Empörung. Ich habe euch gestern schon etwas vorgeschlagen, das ich heute gerne wiederholen möchte. Macht es euch doch zur Angewohnheit, abends, wenn ihr ins Bett geht, den Tag nochmal Revue passieren zu lassen. Nicht um Schuldgefühle hervorzurufen, sondern fragt euch einmal, bin ich aus irgendeinem Grund zornig? Bin ich auf irgendeine Person wütend? Setzt euch so lange damit auseinander, bis ihr zu Gott sagen könnt, wie froh bin ich, dass ich dank deiner Gnade und Barmherzigkeit auf niemanden mehr wütend sein muss. Jetzt kann ich schlafen. Wisst ihr, wenn ihr verärgert ins Bett geht, steht ihr auch verärgert wieder auf. Einige von euch sind gestern Abend so richtig wütend ins Bett gegangen und ihr denkt gerade, muss das denn sein? Doch hört mal weiter zu. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Gebt ihm keine Gelegenheit. Nochmal, Gott sagt, wenn man so handelt, öffnet man dem Teufel eine Tür. Gebt ihm keine derartige Gelegenheit. Vers 30. Und betrübt, beleidigt oder irritiert nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, gebrandmarkt als Gottes Eigentum und geschützt für den Tag der Erlösung durch Christus von allem Bösen und den Folgen der Sünde. Schon der Gedanke daran, den Heiligen Geist betrüben zu können, betrübt mich. Unsere Beziehung zu Gott ist so unglaublich wertvoll. Der Heilige Geist bringt ja Gott selbst in unser Leben. Das ist der größte Schatz, den wir haben. Wir sind Gottes Wohnort. Der Heilige Geist lebt in uns. Und hier steht, wir sollen den Heiligen Geist nicht betrüben. Wir wollen jetzt nicht übergeistlich werden, aber schauen wir mal, was den Heiligen Geist betrübt. Denn die nachfolgenden Verse dürfen wir nicht von Vers 30 trennen. Alle Bitterkeit und Wut, Entrüstung, Rage, Gereiztheit und Zorn, Ärger, Feindseligkeit und Geschrei, Streit, Gezeter und Lästerung. Ich meine, hier werden wirklich keine Begriffe ausgelassen, die Wut kennzeichnen. Er sagt, wie auch immer ihr es nennen wollt, verbannt es aus eurer Mitte. Betrübt nicht den Heiligen Geist, indem ihr all das in euch wohnen lasst. Ich bitte Sie um eines.
verlieren Sie niemals Ihre Beherrschung in dem Maße, dass Sie unter den Folgen jahrelang zu leiden haben. Halten Sie sich die Menschen vor Augen, die in einem Moment der tiefen Wut einen weitreichenden Fehler gemacht haben und die immer noch mit den Folgen zu kämpfen haben. Wir alle können lernen, mit unserer Wut angemessen umzugehen. Gott hat uns den Geist der Selbstdisziplin und Selbstbeherrschung gegeben. Lassen Sie sich nicht von Ihrem Zorn bestimmen. Sagen Sie nicht, ach, das liegt in der Familie. Das bringt Sie nicht weiter. Gott sagt, wir sollen die Sonne nicht über unserem Zorn untergehen lassen. Fragen? Schreiben Sie uns eine E-Mail. Unser Team hilft Ihnen gerne weiter. Mit den Sendungen von Joyce Meyer möchten wir Menschen dabei helfen, den Herausforderungen des Alltags mit Mut und Zuversicht zu begegnen. Jeden Tag erreichen wir mit dieser Botschaft viele Menschen direkt in ihrem Wohnzimmer. Damit wir auch in Zukunft viele weitere hilfreiche Sendungen produzieren können, brauchen wir Ihre Mithilfe. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende. Alle weiteren Informationen finden Sie auf joyce-meyer.de/mithelfen. Hinter mir sehen Sie Fahnen an den Häusern. Wenn ein Mädchen die Pubertät erreicht und Kinder bekommen kann, wird diese Fahne an ihrem Haus aufgestellt. Wenn die Mädchen geschlechtsreif sind, werden sie aus der Schule genommen. Ihre Eltern bringen ihnen dann verschiedene Dinge bei, was man als Hausfrau wissen muss und wie man einen Mann zufriedenstellt, auch auf sexueller Ebene. Wir tun alles, was wir können, um den Menschen hier zu zeigen, welchen Wert Mädchen haben. Das ist der Schlüssel zur Veränderung. Aus diesem Grund haben wir in Sambia 3 Imagine Hope Frauenhäuser gegründet. Die Mädchen können 6 Monate hier leben. Wir zeigen ihnen, welchen Wert sie in Jesus Christus haben und wie sehr er sie liebt. Gleichzeitig bringen wir ihnen auch grundlegende Fertigkeiten bei, wie zum Beispiel das Herstellen von Schmuck, sodass sie Geld verdienen können, um ihre Familien zu unterstützen. Wir sollten denen geben, die uns nichts zurückgeben können. Ich denke, das ist genau das, was Hand of Hope tut.